Es ist mal wieder leichter Lebenszeit und heute ein bisschen chilliger als sonst, denn wir sitzen nicht ohne Grund auf dem Teppichboden, wobei der sieht auch wirklich gut aus. Man kann aber schon den Unterschied sehen. Ja, sie ist Yogalehrerin, ja, sie ist Moderatorin, wobei man sagen muss, Ricardia, du hast noch eine kleine Hilfe dabei. Das heißt, du sitzt nicht ganz so. Ich schummel ein bisschen. Du schummelst ein bisschen. Ich sitze auf einem Block. Auf einem Block, deswegen hat sie diese gerade Haltung und deswegen kann ich noch ein bisschen lümmeln. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um mich heute beim Yoga, sondern es geht um Jungs-Yoga, denn du bist die Erfinderin von Jungs-Yoga. Ja. Jetzt weiß man natürlich, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, aber die gibt es tatsächlich auch im Yoga. Wie die Unterschiede so aussehen und was es da für besondere Yoga-Übungen für Männer gibt, das werden wir Ihnen heute verraten. Aber nicht nur das haben wir für Sie im Programm. Susanne Englert, die will Sie gerne motivieren, denn ja, sie braucht selber ein bisschen Motivation. Dieses Jahr hat sie sich noch vorgenommen, den Halbmarathon zu laufen, wobei sie mir vorhin auf dem Flur schon gesagt hat, mal gucken, irgendeiner wird schon noch stattfinden. Wie du dich motivierst und wie wichtig Motivation im Leben ist, darüber werden wir uns heute noch unterhalten. Und ich dachte, Theodora Kontodimo bringt heute was ganz besonders Griechisches mit, nämlich griechischen Wein. Aber ich freue mich natürlich auch über den griechischen Frappé, den du heute zubereiten wirst. Denn nach viel Sport braucht man auch Stärkung. Und du wirst uns heute mit einem griechischen Sommergetränk verwöhnen. Genau. Nicht nur das hat sie mitgebracht, sondern unsere Zuschauer, also Sie zu Hause, können sich freuen, denn Sie bekommen sehr viel Fülle heute von Theodora Kontodimo. Wir verlosen nämlich heute eins ihrer ganz berühmt-berüchtigten Sprays und da geht es um das Thema Fülle. Wie Sie an dieses Spray von Theodora kommen, wie immer später, denn dann gibt es die Verlosungsfrage und die müssen Sie einfach nur richtig beantworten. Ach, Michael Allgeier, den haben wir heute auch noch zu Gast, via Skype natürlich, wie immer, und der wird uns heute ein bisschen was über den Uranus erzählen, ja, wie der uns Menschen natürlich auch beeinflussen kann. Jetzt geht es aber um Jungs-Yoga. Seit ungefähr 4 Jahren hast du dich mit den Männern sozusagen auch mal beschäftigt und dir gedacht, ja, Yoga ist ja wirklich eher so eine Frauenwelt, oder? Also im Westen, eigentlich ist es ja von Männern erfunden, der Yoga, aber hier im Westen ist es noch nicht so ganz, hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Also wenn du in eine Yoga-Klasse gehst, dann merkst du, okay, es ist eigentlich 80-90% immer noch nur Frauen, und ich merkte immer wieder, die sind total neugierig, die Männer, aber die wollen sich halt nicht neben so ein ganz fittes, junge Ballerina in einem angesagten Yoga-Studio stellen. Dann möchte ich mich auch nicht. Ich auch nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Zu den Jungs, ja? Also. Ja, und so war die Idee geboren, dass ich dachte, wenn die alle neugierig sind, aber so ein bisschen eine Hemmschwelle noch da ist, vielleicht probiere ich es einfach, als Frau Männer zu unterrichten. Du bist ja jemand, die hat schon sehr viel in ihrem Leben ja auch ausprobiert. Du hast geschauspielert, vielleicht den einen oder anderen kennt das Gesicht noch aus Verbotene Liebe. Ja. Jetzt hast du aber so einen neuen Weg gefunden, nämlich auch, vielleicht auch durch den Job, vielleicht auch durch die Schauspielerei, einfach zu merken, man braucht einen gewissen Ausgleich. Den Ausgleich auch, und vor allem, ich hatte keine große Freude mehr am Schauspiel am Ende. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, was kann ich machen, was mehr an mir dran ist. Weil jetzt werde ich auch älter und dann denke ich mir so, jetzt würde ich gerne mal etwas wahrhaftiger auftreten vielleicht. Und das Yoga kam immer mehr und deswegen dachte ich, okay, ich probiere es einfach erstmal nur für mich selber. Aber es wurde sehr schnell klar, dass ich es auch teilen möchte. Mhm. Und so kam das. Heißt, jetzt mittlerweile bist du Yoga-Lehrerin. Das bedeutet, du musst dir ja schon auch dann alles angeeignet haben. Also auch quasi Seminare besucht haben, Ausbildungen gemacht haben. Wie lange war der Weg, bis du jetzt da bist, wo du bist? Also die Ausbildung war 3 Jahre lang, aber ich mache Yoga schon seit den 90er mal in New York, also wo ich ja ursprünglich herkomme. Da war das ja da schon richtig groß und richtig geil. Im Central Park sind Sie da gewesen, ja, genau, oder? Der Bryant Park, genau. Und dann war aber lange Pause und dann kam es vor 5 Jahren so, dass ich gesagt habe, okay, ich fange an mit der Ausbildung und wollte das wirklich auch richtig machen, dass ich auch die Krankenkassenanerkennung habe und diese ganzen Dinge. Und dann dauerte das ein bisschen. Mittlerweile kann man wirklich sagen, es hast viel erreicht. Also viel auch auf diesem gesundheitlichen Part erreicht. Denn Yoga ist ja etwas, was Körper, Geist und Seele gut tun soll. Das heißt, man stellt eine Verbindung her. Ja. Und es fördert natürlich auch die Gesundheit. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und vor allem, man trifft ganz andere Entscheidungen. Das heißt, es geht über diese physische Gesundheit hinaus. Ich treffe auch mental hoffentlich bessere Entscheidung und merke schneller, wenn mir irgendwas nicht gut tut und
nimm vielleicht einen Schritt zurück davon. Ohne, dass ich einen Zwang empfinde, sondern einfach, weil ich merke, oh, das fühlt sich gar nicht richtig an. Ich brauche das so nicht machen. Mhm. Ja. Es ist ja so eine gewisse Kombination, finde ich immer. Wenn ich an Yoga denke, dann denke ich natürlich auch ein klein wenig an Meditation. Das heißt wirklich diese Ruhe, mich auf den Körper einzulassen. Aber Yoga hat ja auch was mit Sport zu tun. Das heißt, man kann ja auch Yoga aktiv betreiben. Also wie sieht jetzt dein Yoga-Stil aus? Denn da haben sich ja mittlerweile auch wirklich viele Facetten entwickelt. Also ein bisschen versuche ich immer hineinzuspüren, in welchen Raum ich da komme und dementsprechend das anpasse. Bei den Männern ist es zum Beispiel so, dass da schon viel so mit Baucharbeit auch gemacht wird. Ein bisschen Kraft, Armbalancen, weil das einfach was Verspieltes hat und was, wo man einfach viel Spaß dran haben kann. Und eigentlich habe ich dieses, wenn man es jetzt benennen möchte, eine klassische Hatha-Yoga-Ausbildung. Wenn du bei mir in die Stunde kommst, dann erkennst du ganz viel wieder, weil das genau der klassische Stil einfach ist. Ist das für dich eine tolle Trendwandlung, was Yoga mitgemacht hat? Du sagst ja selber, seit den 90er Jahren bist du dabei. In den 90er Jahren war Yoga vielleicht jetzt noch nicht so angesagt. Das waren noch die Ausflüchte von Jane Fonda und Aerobic. Also ja, da ist man eher in diesem Fitnesskult gewesen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, kaum mehr große Unternehmen, die nicht Yogakurse für ihre Mitarbeiter anbieten. Mhm. Die Yogaschulen, die entstehen wie Pilze, die aus dem Boden irgendwie kommen. Ist es eine gute Bewegung? Ich finde schon, weil also es gibt ein paar Bewegungen, da muss man einfach schauen, findet man sich da wieder. Also manchmal ist es mir auch zu wollsockig und ich denke, ach nö, das ist es jetzt nicht so. Andere Male wird es dann dieses komplette Fashion-Yoga und man kriegt das Gefühl, auch Yoga machen eigentlich nur dünne, weiße Frauen aus der Mittelklasse, was auch einfach nicht stimmt. Mhm. Und ich versuche halt irgendwo dazwischen anzukommen und den Yoga wirklich aus dem Himmel, aus diesem... ja, diesen merkwürdigen heraus vielleicht für manche, wirklich runterzuholen, zu sagen, okay, wo kann mir Yoga in meinem konkreten Leben als IT-Manager, als Schauspieler, als Koch oder was weiß ich, ob ich dick bin, ob ich dünn bin, wo kann ich es integrieren, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt so eins mit meinem Teeblatt werden. Genau, aber du hast gerade die Hemmschwelle ja schon so ein bisschen angesprochen, die man natürlich hat, denn bei Yogakursen stellt man sich immer vor, man muss wahnsinnig beweglich sein, also man muss sich dehnen können, man muss da mithalten können. Wenn man jetzt nicht ganz so sportlich ist, ist aber trotzdem Yoga etwas, das man ausüben kann. Ja, genau das. Also ganz viele Männer sagen, Mensch, Ricardo, ich wäre ja echt neugierig, aber ich komme ja nicht mal an meine Zehen. Und dann denke ich mir, naja, wenn ich schon kochen kann, dann brauche ich auch nicht zum Kochkurs. Ich gehe ja hin, um es zu lernen, um etwas zu expandieren, was bei meinem Wissenshorizont angeht. Und darum geht es auch im Yoga, dass ich einfach sage, ich nehme die Hemmschwelle weg und probiere es einfach. Und bei den Männern ist es einfach so, die gehen da sehr, sehr spielerisch dran und sehr, sehr lustig. Ich denke mir, ich könnte jetzt auch bei den Männer-Yoga mitmachen, habe ich gerade festgestellt. Denn ich komme auch wirklich nicht mit den Fingern zu den, man mag es gar nicht so laut sagen, aber es ist so. Frühmorgens komme ich da auch noch nicht ganz hin, ja. Ich muss auch erst irgendwie eine Praxis haben, um dann zu sagen, okay, ich bin auch von Natur aus kein gelenkiger Mensch. Jeden Zentimeter, den habe ich geübt. Ja, ich sitze auf dem Sitzblock. Ja, Theodora, oder? Da können wir nur grinsen, kein gelenkiger Mensch. Auch für einen Yogalehrer, für eine Yogalehrerin bin ich nicht ganz so gelenkig, wie man es erwarten würde. Ja, aber es ist ein toller Sport, ein toller Ausgleich, eine tolle Meditation. Und wir werden später auf jeden Fall nochmal in Richtung Männer-Yoga blicken, denn dann komme ich gleich nochmal zu dir. Und wir haben ja Gott sei Dank einen Mann im Studio, unseren Max nämlich. mit dem lasse ich dich dann gleich mal ein paar Übungen mitmachen. Und Sie zu Hause können natürlich trotzdem mitmachen. Ich werde mich auch bemühen. Was wirklich das Besondere am Yoga ist, und ich selber betreibe das nicht, aber ich habe ja schon ganz oft hier in den Sendungen mit jemandem ein paar Yoga-Übungen machen dürfen. Es ist wirklich so, und deswegen der Appell an Sie zu Hause, holen Sie sich irgendwie einen Teppich oder eine Matte oder machen Sie es auf dem Boden mit. Aber probieren Sie es wirklich mal aus, denn man spürt sofort, dass sich da was tut. Ja. Das ist wirklich verrückt. Habe ich noch nie irgendwo anders erfahren als beim Yoga. Ja. Nee, und man kann auch sofort mitmachen. Also je skeptischer, desto besser, das kriegen wir schon hin. Genau, also gleich geht's los mit den Yoga-Übungen. Jetzt können Sie aber erstmal Ihren Finger in Übung bringen, nämlich indem Sie tippen, eine Telefonnummer. Denn dann kommen Sie in den Genuss von einem wunderbaren Duft von Theodora Contodimo. Da geht es um ein Thema, das wir im Leben auch eigentlich nicht genug bekommen können, nämlich das Thema Fülle. Und wenn Sie sagen, dieser Duft, der spricht mich total an, dann
sollten Sie folgende Frage beantworten? Wir wollen nämlich heute von Ihnen wissen, was ist das Besondere an Ricardas Jungs-Yoga? A, findet das im Flugzeug statt oder ist es nur für Männer? Unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Ich muss Sie wie immer darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass es mobil gegebenenfalls auch etwas teurer sein kann. 18 Jahre müssten Sie sein. Und ich glaube, ansonsten habe ich alles gesagt. Wenn nicht, lesen Sie es einfach nochmal nach unter www.astrotv.de. Frage ich doch gleich mal einen Mann, ob Jungs-Yoga was für ihn wäre. Unseren Michael Allgeier. Wobei, da geht es nicht um dieses Thema, sondern da geht es um Uranus. Blick in die Sterne. Mein lieber Michael, ich weiß ja, dass du leider die Sendung nicht sehen kannst, nur ein bisschen zuhörst. Aber ich sage dir, wenn du heute unseren Gast, nämlich wenn du Ricardia sehen würdest, wäre Jungs-Yoga auch etwas für dich. Sind wir denn schon auf Sendung? Ja, machst du irgendwie Sport eigentlich? Ich mache viel Sport und ich mache auch Yoga seit langer Zeit schon. Ich mache allerdings vorwiegend Kopfstand. Ein Kopfstand-Yoga? Kopfstand und Schulterstand, auch ein paar andere Yoga-Übungen. Also Kopfstand ist ja die urmännliche Form, sage ich mal. Ist ja eine ganz männliche Übung. Das mache ich teilweise bis zu einer halben Stunde sogar. Krass. Ja. Muss ich mal nachher gleich mal Ricardia fragen, ob das auch in ihren Yoga-Übungen vorkommt. Aber um Yoga geht es bei dir heute nicht, sondern es geht um einen großen Planeten. Ich habe Bilder ausgedruckt, dass man wirklich mal den Uranus im Vergleich zur Erde sehen kann, was das für ein mächtiger Planet ist, ein Gasplanet, ja. Der unser Leben auch beeinflusst, ja? Ja, also es ist ja der Planet der Neuzeit, des modernen Lebens, ist damals entdeckt worden in Zeiten der Französischen Revolution, Freiheit, Brüderlichkeit, was gehört noch dazu, Freiheit, Brüderlichkeit? Gleichheit. Gleichheit, genau. Egalität. Ja. Jedenfalls ein Planet, der unser Leben überhaupt revolutioniert hat. Er steht für die Moderne, für die Technisierung der Welt. Er ist der Herrscher des neuen Wassermann-Zeitalters. Und jetzt, aktuell, in diesem Mai, wechselt er in den Stier. Und das ist eine richtige Zeitenwende, kann man sagen. Da bleibt er für 7 Jahre circa. Also eine sehr lange Zeit. Und er prägt die Zeitqualität ganz entscheidend. Und er ist der Planet der Revolution, wie gesagt, der alles auf den Kopf stellt, der aber auch die ganzen Neuerungen bringt. Also insofern sehr interessant. Und Stier ist das Thema der Wirtschaft und der Finanzen. Und das ist nun sehr interessant, weil da kommen so Themen auf uns zu wie bargeldloses Zahlen, Bitcoins. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich besser als ich. Also dieses Internetgeld. Habe ich mal von Big Bang Theory, da haben die auch sowas mal gekauft oder so, dieses Geld, ja. Was irgendwie im Umlauf ist und doch nicht im Umlauf ist. Ja, ja. Es wird auf jeden Fall, die ganzen Banken werden digitalisiert. Also es wird es wird rumoren in der ganzen Wirtschaftswelt. Ja? Und Uranus im Stier heißt, man will jetzt nicht unbedingt sparen. Das ist so der neue Zeitgeist. Hängt natürlich auch im Moment damit zusammen, ganz konkret, dass die Zinsen natürlich so niedrig sind, bringt nicht viel zu sparen. Aber die Menschen entwickeln auch unter diesem Uranus so einen ganz anderen Zeitgeist, so dass man sagt, man will gar nicht so viel Besitz anhäufen, man will vielleicht lieber das Leben genießen. Weil Uranus im Stier würde konkret, also direkt übersetzt heißen, Freiheit, Uranus von Besitz, Stier. Also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Es ist auf jeden Fall eine völlige Revolution der Finanzen und möglicherweise platzt die Immobilienblase. Die Menschen werden so eine Stimmung entwickeln, heute kaufe ich mir ein Haus und morgen verkaufe ich es wieder, wenn ich es nicht mehr brauche. Also nicht mehr so fürs ganze Leben.
Es wird einfach ein anderer Zeitgeist werden. Also ein Umbruch. Ich meine, in diesem neuen Zeitgeist sind wir ja gerade schon. Also was Gott sei Dank positive Werte auch im Leben anbelangt. Das hat jetzt nicht nur was mit den Finanzen zu tun, sondern das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Also hat der Uranus dann im Horoskop individuell von jedem Menschen auch einen solchen Einfluss? Ja, bestimmt. Also es ist so, der Uranus und Neptun und Pluto, also die drei Trans-Saturnier, die prägen ganze Generationen. Ja? Und je nachdem, wo der steht, hat man ein unterschiedliches Verhältnis zu Freiheit, zum Thema Freiheit. Und Uranus im Stier, wie er gerade jetzt ist, das heißt, man will auch selbstbestimmter leben. Man will so ein bisschen unabhängig von diesen ganzen wirtschaftlichen Zwängen, von diesem ganzen Diktat der Gesellschaft sein. Man will einfach selbstbestimmter leben und sich verwirklichen. Das ist auch ein Thema von Uranus im Stier. Und hat das vor allem auch was für die Stiergeborenen oder mit den Stiergeborenen zu tun? Ich habe ja Susanne Englert heute im Studio. Die ist Stiergeborene. Das heißt, die hat am 12. Mai Geburtstag und will sich dieses Jahr ja auch auf etwas ganz Besonderes vorbereiten, auf ein sportliches Event, auf den Halbmarathon. Wenn du da jetzt ins Horoskop blickst, und das kannst du denn, wir haben dir die Daten im Vorfeld der Sendung schon mal gegeben, kannst du da über den Uranus zum Beispiel auch sowas wie Befreiung erkennen, dass ein Knoten platzt und Susanne dieses Jahr den Halbmarathon in 1,5 Stunden durchziehen wird? Also bis der Uranus auf ihrer Sonne im Stier ist, da vergehen ein paar Jahre jetzt. Das ist noch nicht demnächst so, weil der jetzt erst Anfang Stier steht und ihre Sonne steht in der letzten Dekade, also relativ weit hinten im Stier. Also das hat noch Zeit. Aber in ihrem Horoskop kann man natürlich trotzdem reinsetzen. Und der ist jetzt ewig lang durch ihr zweites Haus gegangen, dieser Uranus. Das heißt, hat speziell jetzt bei ihr mit Finanzen zu tun gehabt. Die waren dann eher so ein bisschen wechselnd oder es waren ungewöhnliche Geldquellen, wie immer auch. Und jetzt geht er ins dritte Haus und das heißt, ihr Alltag, dritte Haus hängt mit Alltag zusammen, wird wesentlich belebt. Also das Leben wird auf jeden Fall immer intensiver, wie es auch immer aussieht. Naja, das liegt natürlich auch am wachsenden Lebensalter. Ich sage ja immer, wir Frauen ab 40, da kommt man ja schon auch in eine neue Zeitqualität hinein, wo das Leben schon auch eine neue Qualität dann gewinnt. Und das ist ja eigentlich ganz schön, oder, Susanne? Eine tolle Qualität. Ja, ne? Ja. Ja, und ich finde das auch toll, weil man muss ja sagen, jetzt hast du ja die Mitte 40 auch schon erreicht und dann sich nochmal auf wirklich sowas wie den Halbmarathon vorzubereiten, hat auch was mit Befreiung zu tun. Also da drücken wir mal die Daumen. Micha, feiert ihr denn heute? Ist heute nicht Siris Geburtstag oder war der gestern? Das ist richtig, heute ist Siris Geburtstag. Na, dann sag deiner Frau bitte die herzlichsten Glückwünsche natürlich von uns allen hier. Feiert schön. Vielen Dank. Die obligatorische letzte Frage ist ja wahrscheinlich die, dass die Sonne auch in der Heimat lacht, oder? Ja, so, es ist ein bisschen bewölkt, aber die Sonne scheint fast durch. Ja, das ist sehr schön. Dann müssen wir positiv sehen. Genau, und ab nächster Woche kommt der Sommer, ja, zumindest nach Berlin, aber ich glaube auch nach Bayern, da seid ihr auch nicht verschont von der Sonne und da freuen wir uns natürlich. Nein, wir können uns nicht beschweren, also der April war fantastisch. Ja, das stimmt. Mein Lieber, liebste Grüße an Siri, feiert schön, macht einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf, lass es dir gut gehen, bis dahin, alles Liebe. Dir auch, schöne Sendung, mach's. Ich danke dir. Ciao. Tschüss und Servus. Servus. Michael Allgeier, den Sie natürlich auch immer über das Astrokolleg erreichen können, wenn Sie sich mit Astrologie beschäftigen oder beschäftigen wollen, dann ist das der richtige Ansprechpartner für Sie. Susanne, jetzt habe ich es verraten. Ja. Also am 12. Mai geht es in ein neues Lebensjahr und in diesem Lebensjahr hast du dir wirklich etwas vorgenommen. Du willst ihn laufen, den Halbmarathon, das bedeutet natürlich schon auch Vorbereitung, Disziplin. Also bist du ein disziplinierter Mensch? Du bist ein Stier, ich bin auch ein Stier. Also, ich habe drei Tage nach dir Geburtstag. Ich weiß, wie du bist. Am 15. Mai Geburtstag. Ich wollte es ganz kurz mal verraten. Also, nee, das weiß jeder Zuschauer. Ich mache da ja kein Geheimnis draus. Ich bin sehr diszipliniert, wenn ich irgendwas erreichen möchte, wenn ich jetzt so ein Ziel habe. Ne? Aber ich gebe es auch offen ehrlich zu, dass ich manchmal so ein kleiner Jammerlappen bin.
Geht mir genauso wie allen anderen auch. Ich bin ja so ein kleiner Jammerlappen. Und wenn ich dann schon abends denke, ach, morgen gehst du laufen, oh, laufen. Ja, komm, leg deine Jogging-Sachen zurecht. Ach, morgen, was musst du denn alles tun? Aber das ist einfach so, dass man sich etwas ziert, Dinge anzugehen, wo man einfach denkt, das muss man ja machen. Und wenn man mal beim Laufen ist, ist es befreiend. Ja, also man fängt an zu laufen. Für mich ist es ein bisschen schlimm, weil ich meinen Hund nicht mehr mitnehmen kann. Weil sie ist 10 Jahre alt geworden und meine kleine Oma, die muss jetzt separat laufen und dann gehe ich erst Gassi und gehe dann einfach nochmal los und fange an zu joggen. Naja, ist ja so, dass du da eben keine 2 Kilometer bei der Vorbereitung laufen wirst, sondern du musst dich natürlich steigern. Das heißt, hast du einen Trainingsplan dir aufgestellt? Also wie probierst du dich selber auch zu motivieren? Also es gibt natürlich tolle Strecken, ja, und wenn ich gehe am liebsten aus der Haustür raus und laufe, das ist das Liebste, aber ich habe natürlich bei uns in Aschaffenburg auch unseren Park Schönbusch, den ich über alles liebe. Und da hat eine Strecke 4,25 Kilometer, eine Runde. Und das ist eine tolle Motivation, wenn du dann weißt, oh guck mal, du hast jetzt da 3 Runden, hast du knapp 13 Kilometer, dann kannst du das schon mal zusammenrechnen, wie viele Runden muss ich laufen, dass ich beim Halbmarathon bin. Und das ist für mich einfach eine tolle Motivation. Ich bin jetzt wieder bei 3 Runden und dann kommt die 4. das nächste Mal auch. Und so arbeitest du dich wieder vor. Benutzt du auch kleine Hilfsmittel? Also ich bin ja auch Läufer und liebe das zum Beispiel mit diversen Lauf-Apps wirklich auch zu laufen. Also ich mache da sehr gerne Werbung für Runtastic, weil die mich auch motivieren. Ich habe dann wirklich auch meine Geschwindigkeit, die sofort berechnet wird, meine Länge, die ich laufe, meine Kalorien, die ich verbrauche. Also das ist schon auch so ein Hilfsmittel für mich. Das macht mir sehr viel Spaß, mit so einer App wirklich auch noch die Unterstützung zu kriegen. Ich habe die App, ja, ohne das funktioniert es fast nicht, weil du dich ja auch verbessern möchtest. Genau. Zeit, ne? Genau. Du weißt ja, 2 Stunden, 20 Minuten, ne? Marathon, Halbmarathon? Ich? Nee, soll man laufen unter 2 Stunden Ach so, 20? Ich bin eben in 2 Stunden und einer Minute gelaufen. Siehst du? Das ist jetzt mein Anreiz an dich, den weiterzugeben. Schon, das heißt, toppe mich bitte. Aber ich laufe mit Laufuhr und wir haben tatsächlich eine Gruppe von meinen Damen und Herren, den ich in Frankfurt mit dem Brustkrebslauf laufe. Und da motivieren wir uns jedes Mal, wenn jemand läuft, schickt er das in die Gruppe. Ich bin gelaufen, wie sieht es bei euch aus? Und das motiviert ganz gut. Aber du hast dich noch nicht wirklich angemeldet für einen, ne? Und auch noch nicht entschieden, welchen Lauf du mitmachen möchtest. Ich mache das ganz für mich. Ich werde niemandem Bescheid geben. Ich bin irgendwann weg und laufe ihn. Und dann gibt es ein WhatsApp-Gruppenbild. Hier bin ich, bin gelaufen. Das wird keiner mitbekommen. Okay. Keiner. Also das mache ich für mich, weil das ist für mich ein Ziel. Ich habe gesagt, vor dem 50. Also ich werde wirklich 48. Vom 50. laufe ich diesen Halbmarathon. Das ist ein Ziel. Das hat was mit meiner Grenzüberschreitung zu tun für mich selber. Hast du noch so andere Tipps? Also läufst du mit Musik zum Beispiel oder bist du eher die stille Läuferin? Also gestern war ich im Hotellaufband und dann höre ich Hörbuch. Ich höre auch immer Hörbuch. Ja. Psychothriller. Nee, ich höre immer so triviale Hera Lind und sowas. Also so Geschichten, über die man nicht nachdenken muss. So kleine Liebes- und Flirtgeschichten. Da kann ich dir nachher was ganz Tolles sagen zum Kaputtlachen. Musst du aufpassen, dass du im Tritt drin bist. Aber ich liebe Hörbücher, also richtige Psychothriller. Und wenn dann ein Mord passiert, wäre ich immer ein bisschen schneller, ja? Der Adrenalin, der dann hochkommt, ja? Aber tatsächlich laufe ich in letzter Zeit wirklich mit mir. Ich meditiere beim Laufen. Ich brauche Bewegung. Als ich das letzte Mal meditieren wollte zu Hause, ist meine Katze in die Badewanne geplumpst. Du wirst wissen, wer schneller draußen war, die Katze oder ich aus der Badewanne. Ne? Und ich laufe wirklich, ich meditiere beim Laufen und ich habe dann Dialog mit mir selber. Ich schreibe auch darüber, also ich schreibe darüber, was mich bewegt, was ich mitmache, weil ich einfach finde, es sollen auch andere, denen es vielleicht genauso geht. Wenn ich das jetzt gehört habe und meine Sonne steht ganz am Anfang, habe ich mir gedacht, oh, kein Wunder. Ja, nee, aber da muss man durch und man muss sich einfach diese Motivation wirklich auch erkämpfen quasi. Ja. Sport muss auch immer ein bisschen wehtun, finde ich. Dann weiß man, dass man es richtig gemacht hat. Nicht übertreiben, aber eben so langsam und das Ziel sich setzen und dann natürlich auch ein bisschen durchhalten. Ich habe noch einen guten Tipp, ich mich seit vielen Jahren, seit 2 Jahren wirklich fürs Laufen. Ich jage Pokémons nach wie vor. Ich bin nach wie vor ein Pokémon-Spieler und jage Pokémons. Und da müssen ja die Eier schlüpfen und so. Und damit motiviere ich mich ganz oft wirklich zum Laufen zu gehen und Strecken auszuprobieren, neue Pokémons zu jagen. Ich meine, ich gehe auch auf die 50 zu, aber trotzdem habe ich da noch Spaß dran.
Also meine Motivation ist ja mein Kollege, der ja Personal Trainer ist, ja. Und wenn der immer zu mir sagt, Frau Englert, gehen wir wieder joggen, dann denke ich mir immer, bevor ich mit dem wieder joggen gehe, muss ich noch einen Tacken besser werden. Das ist meine Motivation. Mhm. Ja? Ein Profi? Na, ist ja klar. Pokémon beim Yoga, glaube ich, das wird auch nicht funktionieren, oder? Da geht es ja wirklich darum, auch mal so zu sich zu kommen, was ja auch ganz wichtig ist. Und manchmal, glaube ich, sollten wir uns auch beim Laufen vielleicht auch ein bisschen mehr wieder auf uns konzentrieren und uns nicht immer so sehr ablenken lassen. Aber manchmal tut es auch ganz gut. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen und danach ein paar Yoga-Übungen für Jungs-Yoga, bei denen Sie aber natürlich auch mitmachen können. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Michaela Berger Kartendecks, jetzt neu. Der hermetische Rat nach Lenormand in verschiedenen Varianten, koloriert oder in Schwarz-Weiß mit diversen Zusatzkarten. Erstmalig auch die universellen Gesetze und Kind of Magic, das Beziehungsspiel der Extraklasse. Alle Antworten zum Thema Liebe und Beziehung, die besondere Art des Kartenlegens in höchster Qualität. Die Kartendecks von Michaela Berger finden Sie unter www.michaelaberger-hermetik.com. Bestellungen auch unter der Rufnummer 09133 60479 16. Jungs-Yoga. Unser Michael Alger, er macht auch Yoga und der macht eine halbe Stunde Kopfstand. Gehört das auch zu deinem Programm? Ich unterrichte es weniger, weil man da wirklich, wirklich eine gute, regelmäßige Praxis haben muss. Ja, sonst, ne? Ist es ein bisschen gefährlich. Platzt der Kopf. Ja, oder die Nackenwirbelsäule vor allem, die wird sich beschweren. Mhm. Wenn das gibt es, du hast ja vorhin schon gesagt, also bei einem Mann, da muss es schon so ein bisschen vielleicht ein klein wenig männlicher zugehen. Ja. Das heißt, die haben es gerne, wenn der Bauch, wenn die auch wirklich was machen. Also da geht es schon ein bisschen mehr um den sportlichen Aspekt. Also am Anfang ja, aber was mir, das war auch meine Annahme ursprünglich, was mir aber immer mehr auffiel, vor allem als ich dann in Firmen anfing zu unterrichten, ist, die wollen auch mal runterkommen. Die leisten den ganzen Tag. Viele Männer machen inzwischen ja auch mit, so im Haushalt, mit den Kindern und so. Das heißt, die haben auch so eine Art Doppelbelastung. Und die sind ganz froh, wenn die bei mir abends um 8 oder auch in der Mittagspause auf der Matte stehen, wenn mal einer sagt, lass dich mal selber in Ruhe. Mhm. Atme einfach mal, ohne nochmal in diesen Leistungsmodus reinzugehen. Mhm. Wie hast du es geschafft, überhaupt so Männergruppen denn dann auch voll zu kriegen? Also ich meine, auf der einen Seite kann man davon ausgehen, natürlich würde bei dir jeder Mann gerne Yoga mitmachen, aber es ist ja schon schwierig, die Jungs auch von so einer Art weg vom Fitnessstudio, weg vom Pumpen, hin zu wirklich etwas, ja doch eher Spirituellen zu führen. Ja, ich glaube, es kommt einfach auf die eigene Energie an und auch die Ansprache. Also ich lege nicht gleich in der Vorstellungsrunde los mit Shiva und den hinduistischen Göttern und diesen ganzen Dingen, sondern ich schaue wirklich, dass auch von mir eine Energie ausgeht, die einfach sagt, komm, mach einfach, probier einfach und dann sehen wir weiter. Mhm. Gab es aber schon auch ganz witzige Situationen mit den Männern, also ja. Wo man dann sagen kann, auch da unterscheiden sich die Frauen von den Männern. Ja. Die brauchen vielleicht ein bisschen länger zur Erklärung oder so? Ja, also ein bisschen Aufklärungsarbeit sicherlich. Ich erinnere mich an ganz viele Situationen, aber eine war besonders lustig. Ich hatte die Anweisung gemacht, so, und jetzt schau mal, wie es ist, wenn du die linke Hüfte runterdrehst. Und bei den Frauen sieht man, wie mit sehr viel Grazie die Hüfte angeglichen wird und die ganze Zeit eine ernste Miene bleibt. Bei den Männern, dann frage ich eigentlich nur eine rhetorische Frage, wie ist das jetzt für dich? Und dann kommen aber Antworten. Der erste sagt, boah, ich krieg gerade richtig Hunger. Und der zweite sagt, ja komm, wir essen eine Currywurst danach. Und der dritte sagt, ich krieg einen Krampf. Und damit rechnet man ja überhaupt nicht, weil ich ja eigentlich nur so gefragt habe, spür mal hinein, aber die spüren eher so extern. Ja. Sehr schön. Können wir gleich mal gucken, was unser Max spüren wird. Max, hast du Lust, eine kleine Runde Männer-Yoga bzw. Jungs-Yoga mit uns zu machen? Das ist ein junger Kerl. Also ist das schon auch besser, wenn, komm runter zu uns, nimm doch mal das schwere Kopfgerät ab. Du bist jetzt befreit vom Job des Aufnahmeleiters. Ich hole mal kurz das Mikro. So, bist du sportlich schon, ne?
Naja. Ah, ein bisschen was machst du schon? Ein bisschen, ja. Ja. Hast du Yoga schon mal ausprobiert? Noch nicht. Das finde ich sehr spannend. Das ist ja, ist ja mal ganz schön, oder? So, so ein Einsteiger, der von Yoga noch keine Ahnung hat. Das habe Ihnen ja vorhin gesagt, bei Yoga ist es tatsächlich so, Sie werden sofort etwas spüren. Und das ist... ja, ich meine, im Fitnessstudio oder so, da spürst du zwar auch irgendwie, aber Muskelkater. Aber beim Yoga, hast du schon mal Yoga gemacht, Theodora? Nein. Also man wird sofort, spürt man, dass man sich gerade plötzlich hinsetzt. Also es passiert sofort was. Mhm. Machen Sie zu Hause mit und ich übergebe dich jetzt. Lässt du dich gerne übergeben, ne? Okay. Wie geht's jetzt so los? Also was macht ihr so? Lass uns ruhig mal im Sitzen anfangen, Max. Okay. Ich glaube, das ist am einfachsten. Wenn du bequem sitzt, dann komm in so einen Schneidersitz oder Easy Pose heißt ja auch. Genau. Ist es bequem für dich? Ja, schon. Okay, gut. Meldest dich, wenn nicht. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Du bringst deine Hände erstmal auf die Knie hier. Und wir drehen uns jetzt langsam mit dem Oberkörper im Kreis. Die heißen Sufi-Kreise. Und du kommst einatmend jetzt nach vorne. Und ausatmen, ziehst du zurück. Machst du richtig das Herz auf nach vorne. Und jetzt buckelst du schon fast ein bisschen nach hinten. Zieh mal die Schulterblätter auseinander. Ja, einatmen nach vorne und aus, zurück. Und ganz, ganz wichtig beim Yoga, es geht nicht um Ästhetik. Es geht nicht darum, wie präzise du das unbedingt anführst, sondern wie geht's dir mit dem Atem. Ja, der Atem ist immer wichtiger als die Bewegung. Ein nach vorne und zieh das Herz nach vorne und aus, zurück. Jetzt nochmal Schultern nach hinten. Genau. Und du kannst so ein bisschen, eigentlich finde ich, ist es eher so wie tanzen. Ja, dann wird man gleich so ein bisschen lockerer. Einatmen nach vorne und aus, zurück. Und warum mache ich das? Warum drehe ich mich jetzt hier so im Kreis? Das regt die Verdauungsorgane an, aber es massiert auch alle anderen Organe. Du kannst es dir wirklich so vorstellen, dass du wie mit so einem Kochlöffel durch so Teig rührst. Ja, und das ist sozusagen deine Wirbelsäule. Ein nach vorne und aus, zurück. Hörst du dich atmen? Ich muss mal kurz mal fragen, wenn ich da kurz mal unterbrechen darf. Also wie fühlst du dich jetzt da gerade bei so einer Übung? Also bist du eher jemand, der auch Sport macht im Bereich Fitnessstudio oder sonst irgendetwas? Nicht so oft, wie ich sollte. Aber das wäre mehr so dein Dingens? Über sowas wie Yoga schon mal nachgedacht? Nachgedacht schon, aber dann weiß ich nicht, warum ich doch mal nicht dazu gekommen bin. Aber wie fühlst du dich jetzt gerade? Also das sah schon sehr gut aus, finde ich. Ich habe lustigerweise gemerkt, dass ich plötzlich schon ganz anders geatmet habe, nur beim Zugucken. Ja, es fühlt sich interessant an, wenn ich das so am besten beschreiben kann. Mhm. Aber nicht unangenehm oder sonst irgendwas? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für viele Männer vielleicht ein bisschen unangenehm ist, eben in so einer ja fast schon meditativen Gemeinsamkeit Sport miteinander zu machen. Ja. Das hat ja auch schon ein bisschen was Emotionales, fast ein bisschen was Nähe also aufbauen. Genau, das ist ein total gutes Stichwort. Also bei den Männern, wenn man dann ständig davon, jetzt mach mal Herz auf oder so, dann kann das manchmal sein, was meint die Tante denn jetzt mit Herz aufmachen, ist doch schon alles. Aber es geht natürlich auch darum, wir kollabieren den ganzen Tag über vor unserem Handy, vor dem Computer und hier wird es immer kleiner. Und letztendlich muss ich mir so ein bisschen die Erlaubnis auch geben, okay, Herz nach vorne und nicht nur Brust raus, Bauch rein, sondern dieses Weiche auch zulassen. Das ist nicht immer so leicht. Hat ja auch was mit Rückgrat im Endeffekt zu tun. Auch, also ja. Auch wenn wir all diese Übungen uns manchmal so ein bisschen nochmal vor Augen führen, dann hat es ja was mit Gradlinigkeit auch in irgendeiner Form zu tun. Und Yoga ist ja nun mal schon auch eine Art Sport, die uns wieder in einen Ausgleich, in einen Einklang bringen soll. Ne? Ja. Ja, also darum geht es, die eigene Balance. Nicht, was macht der Nachbar, nicht, was habe ich vor 10 Jahren gemacht, weil das sieht vielleicht auch nochmal anders aus, sondern was bedeutet für mich Balance, ganz individuell. Wie groß sind deine Gruppen ungefähr, also deine Yoga-Gruppen? Das variiert total. Also meine Männergruppe ist eine kleine Gruppe, so zwischen 8 und 10 Leuten. Die gemischten Kurse sind immer noch viel, viel größer. Und dann auf den Festivals ist natürlich viel, viel mehr. Dann sind es auch gerne mal 40, 50 Leute. Und kann man auch von einer Zielgruppe sprechen? Also was Alter anbelangt, generell was vielleicht auch Zugang, Achtsamkeit mit sich selber anbelangt? Da stelle ich fest, bei dem Yoga, das ich unterrichte, weil es halt kein Power-Yoga ist, das ist nochmal was anderes. Es sind eher Leute wirklich so Ende 30, also mein Jüngster war natürlich viel jünger, der war Anfang 20, der Älteste war, glaube ich, 69. Aber so im Schnitt würde ich sagen Mitte 30 bis Anfang 50. Mhm.
Ja. Dass Yoga einen ganz, ganz tollen neuen Trend ja, gemacht hat oder in den Menschen auch was erweckt hat, das kriegt man ja mit. Also es gibt Frauen-Yoga ja schon seit vielen Jahren. Jetzt mit dem Jungs-Yoga ist natürlich nochmal so ein neues Steckenpferd gefunden worden. Aber selbst in Schulen, in Kindergärten wird Yoga mittlerweile eingesetzt, wo man wirklich sagen kann, es hat wirklich was mit Zeitqualität zu tun. Ne? Wir brauchen mittlerweile auch ja, die Entspannung in dieser Form. Ja, es ist das. Und was das Tolle ist, wenn man bei Kindern schon ansetzt, ist einfach, dass ein Bewusstsein entsteht, dass immer wieder so ein Check-in passiert. Wie geht's mir eigentlich gerade? Dass ich nicht die ganze Zeit nur marschiere und funktioniere und dann kippe ich halt um mit 28, weil ich so toll geleistet habe, oder mit 38, wann auch immer, sondern dass ich immer wieder so ein Check-in mache. Wie geht's mir dabei eigentlich gerade? Mhm. Und das ist das Wichtige. Und wenn Kinder das schon können. Es ist ein toller Ausgleich. Also ich finde auch, man kann das gut miteinander kombinieren. Wir reden ja heute über zwei unterschiedliche Sportarten. Einmal geht es wirklich um dieses Powern. Das heißt, das ist Marathon. Es hat auch was mit Disziplin zu tun. Es hat auch was mit, ja, wir müssen irgendwie durchhalten. Mhm. Aber bei Yoga muss man auch durchhalten auf eben die etwas sanftere Tour. Und das in Kombination ist wahrscheinlich dann das Richtige, oder? Ja, also ich denke auch, Yoga ist nicht unbedingt ein Sportersatz, aber es ist eine super Ergänzung zum Beispiel, also zum Rennen. Ne? Einfach weil die Beinrückseiten, gerade bei den Männern, die sind gerne verkürzt durch Fußball und Fahrrad und so. Und da ist es einfach eine super Ergänzung dazu. Ja, auch zum Fußball zum Beispiel. Ja. Spielst du Fußball? Nee. Aber Max ist dann vielleicht genauso ein richtiger Kandidat, der gut in diese Yoga-Gruppe bei dir reinpassen würde, oder? Ja, also sind schon auch Männer, also so, die so eine gewisse, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage so weich, aber du bist ja nicht weich, du bist ja ein Kerl, aber trotzdem hast du eine sensible Art. Also muss man schon, ja, sensitiv, ne? Also jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach sowas Aufmerksames, will auch alles richtig machen und so. Sind es schon auch Männer, die eben dieses gewisse Gespür haben? Und so ein Ellbogentyp, der hat da eigentlich gar, der wird wahrscheinlich auch gar nicht zu dir kommen? Also das ist, da merkt man einen Unterschied, wenn man zum Beispiel in traditionellen Firmen arbeitet. Also ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die sehr, sehr schnelle Autos herstellt. Die waren etwas gehemmter. Ich musste viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und nein, du bist jetzt nicht komisch, weil du Yoga machst. Da sind die Startups eine ganz andere Gruppe. Mhm. Und auch nicht unbedingt nur so, gerne wird ja bei mir gesagt, Ricarda, sitzen dann da nur Frauenversteher bei dir oder sind da auch echte Männer? Also da ist immer so, da wird so ein Kontrast hergestellt, was ich schade finde, weil ich glaube gerade so... Habe ich auch gerade gemacht. Ich mache das auch noch. Mhm. Also das ist ja was, womit wir groß geworden sind. Ne? Und schön ist jetzt einfach, dass es sich immer mehr vermengt. Dass ich ein richtig geiler Typ sein kann und trotzdem noch durchatmen. Ah, manchmal sind sogar die geilsten Typen, die bei Yoga wirklich Gefallen finden, denen man es gar nicht so zutrauen würde, aber die dann doch auch ihre sensitive Art, obwohl sie harte Männer sind, ganz gut ausleben. Bleib ruhig noch ein bisschen hier entspannt sitzen. Das ist ja das Schöne bei leichter Leben. Man kann in sämtlichen Bereichen mal Fuß fassen und vieles Neues dazulernen. Deswegen ist es auch toll, wenn man eben Dinge auch heute wieder zeigen kann, die vielleicht den einen oder anderen auch wirklich ansprechen und einen Mann mal darüber nachdenkt, zu sagen, eigentlich ist Yoga ja wirklich nicht nur ein Frauensport oder eine Frauenerholung, sondern ich könnte es eigentlich auch mal ausprobieren. Man braucht natürlich auch Stärkung und deswegen gehe ich jetzt zu unserer Griechin. Denn die hat uns einen typischen griechischen Eiskaffee eigentlich, oder? Nein, Eiskaffee nicht, weil da würde das Vanilleeis fehlen. Ja, und ich lege sehr viel Wert drauf. Mann! Das ist, sie hat keinen Block. Ja, genau, sie hat keinen Block. Naja, aber das langsam. Liegt... Langsam, geht uns allen so. Das sieht man bloß gerade, weil ich stehe jetzt. Sind die verkürzten Sehnen gerade gewesen. Boah, ich fang dich auf. Nee, das war einfach wirklich, ich bin einfach schlecht gesessen gerade. Ja, und so lange, dann schläft auch mein Bein ein. Also, es ist kein Eiskaffee. Mir wurde nämlich mal gesagt, ne, ja, Eiskaffee stellen viele aus abgestandenen Kaffee vom Vortag her. Ja, so kalt. Der Kaffee. Frappe ist immer frisch zubereitet. Das Kultgetränk in Griechenland, und ich finde, es wird höchste Zeit, dass es hier Einzug hält, weil jetzt fängt die Eiszeit, Eisessenzeit an, und dann sitzen sie alle mit der warmen... Nicht die Eiszeit, sondern... Eisessenzeit. Und dann sitzen sie alle irgendwo im Café mit einer Tasse Kaffee oder Cappuccino und haben Eis. Und ich sage, ey, es gibt einen wunderbaren, frischen Kaffee. Und ich habe die Variation mitgebracht, Schwier herzustellen mit Schütteln. Oder einfach herzustellen für die moderne Hausfrau. Ah, okay. Das heißt, man braucht auch schon, also man bräuchte keinen Mixer, sondern man könnte auch es so shaken. Ich habe keinen Shaker zu Hause, weil das bei uns Grundausstattung ist in Griechenland. Das hat jeder Haushalt, so ein ganz normales, man kann Milchaufschäumer nehmen dazu. Sowas gibt es hier in Deutschland nicht.
mit diesem Aufsatz, glaube ich. Man müsste das übers Internet bestellen. Nimmst du denn auch immer mit, also wenn du hier nach Berlin kommst? Nein, also das ist zu viel. Den habe ich jetzt ausdrücklich dabei für heute. Ah, okay. Sonst nicht. Nein, ich trinke hier in Berlin fast gar keinen Kaffee. Ah, okay. Die Zubereitung ganz, ganz einfach. Wir brauchen löslichen Kaffee. Nimmt man immer nur löslichen Kaffee, ja? Ja, nur löslichen. Keinen abgestandenen Filterkaffee. Und auch keinen aufgeschütteten, den man kalt werden lässt. Also auch das nicht. Nein. Nein, also man nimmt kalten Kaffee. Löslichen Kaffee. Und Kaffee. Da ist natürlich der Geschmack verschieden. Mancher möchte ihn stärker, mancher möchte ihn so ein bisschen leichter. Wir müssen eine neue Packung, die machen wir jetzt ordentlich auf. Man stelle sich vor, das ist ein Teelöffel. Das ist ein Esslöffel, liebe Zuschauer. Sie nehmen einen Teelöffel. Wenn es jetzt ein starker sein soll, 1,5 Teelöffel, wie beim ganz normalen Kaffee kochen. Ja? Und Zucker. Wir sind ja süße. Man muss nicht unbedingt Zucker hineintun, man kann aber. Aber der Grieche macht. Ja, und der süße Frappe, der hat locker 3 Teelöffel Zucker drin, ja? Man kann aber auch mit einem Löffelchen Zucker oder mit gar keinem. Machen wir so viel? Ja, machen wir so viel. Ja, komm, das halten wir aus. Und eine Grundsubstanz, und dann Wasser. Einfach kaltes Wasser, ja? Moment. Zack, wenig Wasser. Ja, löst sich ja gar nicht richtig auf, doch dann, nee. Oder? Und jetzt kommt Schütteln. Das muss richtig aufschäumen. Und wenn das einen Schaum gebildet hat, kann ich das umfüllen in mein tatsächliches Glas zu trinken. Ich habe jetzt ganz normales Marmeladenglas oder Gurkenglas, was man halt so zu Hause hätte, weil nicht jeder hat einen Shaker, ja? Und das schäumt auf, wobei ich es lieber mag mit dem Mixer, da sieht das nämlich ganz anders aus. So, geschüttelt, bis sich alles löst. Zucker und Kaffee. Sieht man das alles? Ja, ich bin nur zu klein und sehe das nicht. Und du brauchst ja heute auch noch wirklich Kaffee, denn du hast ja heute wirklich auch einen harten Tag. Ja, ich habe einen längeren Tag heute, aber... Heute Morgen hast du auch schon, hast du mit Shop gestartet oder schon mit Beratungen? Mit Shop. Also Shop von 11 bis 13 Uhr, jetzt hier bei mir, danach geht es weiter um 15 Uhr mit Beratung. 14 bis 15 und dann nochmal um 18 Uhr, glaube ich. So, wir haben also quasi unseren Kaffee geschüttelt. Darf ich hier reinlangen mit den Fingern? Natürlich, wir sind doch alles eine Familie. Es ist ja Sommer, wir möchten kalten Kaffee in Eiswürfel oder 2 rein. Und dann gießen wir auf bis hoch. Wenn ich mag, kann ich da schon noch eine Kugel Vanilleeis ran und Schokolade, aber muss nicht sein. Das ist der Frappe. So sieht er aus, wenn man ihn in Hand aufschäumt. Man könnte noch länger schütteln, das dauert aber dann zu lange. Und da kriegt man einen Krampf im Arm. Ich mache jetzt mal die original griechische Variante. Die original griechische. Mit dem Shaker, also mit dem Aufschäumer. Weil das viel einfacher geht. Man muss dazu sagen, wir haben in Griechenland einen ganz anderen löslichen Kaffee. Der ist von der Konsistenz her so, dass das einen ganz schnittfesten Schaum gibt. Also richtig schnittfest, wie die Schlagsahne ist, ja? Ach ja? Das ist Wahnsinn. So, löslicher auch, aber ganz speziell für Frappé gemacht. Jetzt haben wir wieder 1 oder 1,5 Teelöffel Kaffee, Zucker dazu, nach Bedarf natürlich, Wasser, genau, wenig Wasser, zack. War schon zu viel? Macht nichts. Kriegen wir hin. Und da kommt mein traditioneller Frappé. Oh, habe ich hier Strom? Zack. Jetzt hast du Jetzt habe ich Strom. Und dann fängt man an zu schlagen. Das ist viel angenehmer, ne? Er hat auch was Meditatives, so ein bisschen. Ja, aber wie du sagst, also auch der schäumt ja jetzt schon so richtig schön. Der soll ne? so brutal schäumen, ja, richtig viel Schaum. Und was man immer in Griechenland dazu sagt, im Deutschen zumindest, die das noch lernen mit dem Frappé, langsam trinken, ganz langsam trinken. Wenn man zu schnell trinkt, der ist ja richtig mächtig in der Wirkung, ne? Ist ja starker Kaffee, dann, was passiert mit zu viel Kaffee, kann man schon ein bisschen der Darm durchsausen. Also ich dachte, das Herz flattern. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Eis und zack, füllen wir nach mit Wasser, Trinkhalm. Aber der sieht natürlich schon... Das ist das Originalbild. Deswegen ein Milchaufschäumer zu Hause, wenn Sie sich holen, der schmeckt bestimmt auch ganz anders. Und dann ich mach mal den Vergleich. Setzt sich das auch ganz anders ab. Nam, nam, nam. Ja, mehr Zucker? Nee, ist lecker. Ja. Aber der ist natürlich cremig, ne? Der ist cremig und wenn man den richtigen, also das ist schon eine tolle Konsistenz vom Schaum her, ja. Also zu Hause, wenn ich den mache mit dem Originalkaffee, dann ist das richtig schnittfest. Das ist, da kannst du so umkippen und dann passiert gar nichts. Aber unser Kaffee, finde ich, hat das auch ganz gut gemacht. Der ist lecker und das zählt. Und so ein, langsam, das muss für 3-4 Stunden reichen. What? Ja,
so ein Frappe, der steht bei uns am Schreibtisch von Vormittag vielleicht um 11 bis nach um 16 Uhr. Langsam. Na, die Griechen, ne? Ja. Immer schön. Und dann fragen die sich, warum sind die Cafés so voll in Griechenland? Und warum sind die Griechen immer so relaxed? Ja, weil so ein Frappe, den kann man so ein paar Stunden hier nippen und nochmal nippen, auch nochmal Wasser reingießen, auffüllen wieder. Guck mal, und wir Berliner hier einmal getrunken. Es gibt ja in vielen Cafés mittlerweile den Frappe auch wirklich zu bestellen. Ja, ne? Und aber auch bei McDonald's habe ich das auch schon ein paar Jahre vorher gesehen. Also uns wird den keiner 4 Stunden, glaube ich, trinken. Das ist das, man genießt einen Kaffee, man soll ihn genießen. Man lernt doch nie irgendwie aus, also, oder? Man kommt wieder zurück zu diesen alten, herkömmlichen Dingen. Ja. Die Kaffeezeit ist ja die schöne Zeit, wo man sich auch zusammensetzt mit der Familie, ja, und sich auch mal Zeit nimmt. Und wir in diesen Coffee-to-go, in der Coffee-to-go-Welt, ja, hetzen einfach von einem. Ja, mal schnell runterkippen. Das ist nicht Sinn und Zweck. Und so ein Frappé, also das Kultgetränk letzten Endes. Jetzt sind mittlerweile neue Variationen von Kaffeegetränken auf dem Markt. Auch in Griechenland, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Frappuccino und weiß ich, was da alles kommt. Aber die Tradition, das Kultgetränk, wirklich genießen. Und das ist das erste Getränk, was wir uns holen, wenn wir mit dem Auto nach Griechenland fahren. Sobald wir über die Grenze sind und Griechenland Boden berühren, erste Raststätte, der erste Frappé und gleich das Foto posten. Mhm. Ja, der erste Frappé, das ist also wirklich das Kultgetränk. Ja, also ich dachte am Anfang noch, dass es, oh, was will jetzt Theodora hier mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Eiswürfeln und Zucker und löslichem Kaffee hier anbieten und das soll irgendwie was Besonderes, ja, sein. Aber ich gehe einmal durch mit dem hier, mit dem geschäumten, weil den muss man natürlich das nehmen. Das ist ein ganz anderer Geschmack, ja. Jetzt habe ich nur noch einen Strohhalm hier. Ach, hier ist noch einer. Noch einer, dann, ja, kann ich ja. Der Max kann später probieren. Ja. Der kann jetzt noch ein bisschen chillen. Er kriegt dann noch einen frischen. Theodora, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Du bist so einfach. So einfach. Ja. Aber Riesenunterschied. Riesenunterschied. Also, Menschen machen, ja, es ist gescheit. Ja, dann einfach einen Milchaufschäumer irgendwo im Handel kaufen und gut ist. Aufschäumen, was das Zeug hält. Wir sehen uns wieder. Sie sehen Theodora um 15 Uhr wieder und dann laden Sie sich am besten unsere AstroTV-App runter, denn da wissen Sie dann immer ganz genau, wer wann wo um welche Zeit wirklich zu sehen ist. Vielen Dank, meine Liebe. Immer schön, wenn du bei uns bist. Danke. Und vielen Dank im Namen der Zuschauer für deine schöne Verlosung, denn, ja, Fülle hast du heute wieder, ja, mitgebracht für Sie zu Hause. Und wenn Sie sagen, ja, dieses Spray, das soll mir Fülle nach Hause bringen, dann ja, kann das passieren, indem Sie aber an einer schwierigen Frage vielleicht, nee, scheitern tun Sie natürlich nicht, sondern Sie werden sie beantworten. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was ist eigentlich das Besondere an Ricardias Jungs-Yoga? A, findet es im Flugzeug statt oder ist es B, nur für Männer? Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind wir für Sie zu erreichen. Anruf aus dem deutschen Festnetz, 50 Cent, mobil kann es gegebenenfalls auch etwas teurer sein. 18 Jahre müssen Sie sein. Ja, wie gesagt, und noch ein paar Minuten haben Sie Zeit. Ich muss dich kurz, am Anfang denkt man noch so, Eiswürfel und ein bisschen löslicher Kaffee oder so. Dann war ich schon bei der Zubereitung fasziniert, dass sowas draus wird. Hab ich noch nie, also, ich habe selber noch nie drüber nachgedacht. Darf ich jetzt probieren? Ja, ja. Aber das ist wirklich gut. Und ich liebe Kaffee, ne? Sowieso. Ja. Ja, ich höre dich. Ich weiß, dass ich zu der Susanne gehe, aber ich wollte natürlich nicht nur der Susanne was anbieten, sondern natürlich außerdem Max, der kriegt nach der Sendung einen von mir selbst gemacht. So, aber jetzt gehe ich noch mal. Ich habe einen zweiten Strohhalm für dich dabei. Denkt man gar nicht, ne? Nee, ich finde es echt faszinierend. Ja, ne? Ich werde es nachmachen. Am Anfang denkt man, da hat sie Wasser und löslichen Kaffee. Ja, ich habe es auch Zucker, so gedacht. Was soll da? Und jetzt trink mal. Also das ist das wirklich was. Aber ich muss langsam machen. Langsam, mhm. Gottes langsam. Willen. Langsam. Oh ja. Lecker. Irgendwie? Hätte ich nicht gedacht. Nee. Denkt man doch irgendwie so, löslicher Kaffee, bin eh nicht so ein Fan vom löslichen Kaffee oder so. Und dann denkt man, was soll jetzt hier Besonderes rauskommen? Machen Sie es nach. Dankeschön. Ich kann es nur empfehlen. Wirklich toll. Kaffee kurbelt auch wieder an. Ein bisschen ankurbeln musst du dich natürlich schon auch selber. Motivation, die du dir selber gibst natürlich, um den Halbmarathon zu bestehen. Aber du hast eine Sache vorhin angesprochen und ich glaube, die ist auch ganz wichtig, nämlich, dass du auch in einem Kreis bist von Menschen, die, ja, mit dir auch trainieren. Das heißt, Motivation über jemanden sich, ja, zu holen, ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Mega, mega. Mhm. Gerade in der Laufgruppe oder auch mit meinem Kollegen, dass man umdenkt. Ich finde immer, Grenzen sind im Kopf. Ja? Und man kann jede Grenze, es ist ja nichts ist unmöglich. Man kann ja alles.
Man muss sich nur trauen. Mhm. Und jede Entscheidung, die ich für mich treffe oder für meinen Körper, mein Körper ist ja mein Freund, ist ja nichts Böses. Und ich sage immer, die Grenzen, man hat Grenzen und die sind dazu da, um sie zu überwinden. Und ich kann es als Herausforderung sehen oder daran scheitern. Es gibt diesen wunderbaren Satz, ich glaube, den habe ich auch schon öfters mal hier erwähnt, aber es sind so ein paar Sätze, die wirklich auch fürs Leben bestimmend sind. Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und macht es einfach. Ja. Also wir können schon Dinge tun, wenn wir einfach an uns glauben und ja, wenn wir vielleicht auch mal mit einer ganzen Selbstverständlichkeit rangehen. Ja, also ich finde, es ist egal, wie alt du bist, egal, was du machst, was du tust, Neues auszuprobieren. Ich finde, es hat was Magisches. Mhm. Und man muss sich selber motivieren. Ich finde, also ich muss mir Ziele setzen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich setze mir Ziele, wenn es auch nur kleine Ziele sind. Und wenn ich die erreicht habe, dann freue ich mich wie ein Schneekönig. Mhm. Und es ist auch was Tolles. Mhm. Und sehe viele Herausforderungen eben, wo manche eben Beschränkungen sehen. Ist für mich eine Herausforderung. Ja, und wir haben ja Gott sei Dank so viele Möglichkeiten, uns unsere täglichen Motivationen auch wirklich zu holen. Wir haben die Möglichkeit, natürlich auf der einen Seite Astro TV zu nutzen und Astro TV auch wirklich mal zuzuhören. Das bedeutet, auch den Berater mal zuzuhören. Denn vieles, was hier auch gesagt wird, ja, kann jeder für sich selber auch zu Nutzen machen. Also auch in euren Beratungen. Man kann euch über unsere Plattform Questico natürlich auch erreichen. Es gibt so viele schöne Dinge. Ich sehe, du trägst den gleichen Ring wie ich von unserer Gabriele Iazetta. Auch Schmuckstücke können einen motivieren, können Talismänner sein. Also können einen im Endeffekt Mut machen, weiter den richtigen Weg zu gehen. Und ja, unterstützen. Ja, auf alle Fälle, weil du weißt ja, für was der steht. Ne? Und ich finde, das sind so kleine Hilfsmittel. Das sind wirklich Hilfsmittel, dass man sagt, ich glaube an was. Und meine persönliche Meinung ist, Glaube ist alles. Egal an was man glaubt, glauben muss man. Ich finde auch Glaubenssätze eigentlich ganz gut, weil man muss ja an irgendwas glauben. Und es ist auch schön, wenn man für sich sagen kann, ich löse diesen Glaubenssatz auf und gehe Schritt für Schritt weiter. Und ich habe wirklich jetzt die letzten zwei Tage in meinen Beratungen viel erzählen können über mich. Auch wie es mir geht, dass ich nur ein Mensch bin, dass ich nur mit heißem Wasser koche, dass ich genauso meine Probleme habe wie andere auch. Und habe auch jetzt den Zuspruch gehabt in den Beratungen, die ich jetzt außerhalb geführt habe. Das, was du gesagt hast, hat mich total angesprochen. Ich bin ja auch eine von euch. Ne? Ich komme aus dem Volk, sage ich jetzt mal, und habe einfach meine Fähigkeiten für mich zunutze gemacht, um eben mein Leben zu beschreiten. Und den Menschen klarzumachen, dass so viel Kraft in uns steckt. Ja. Max hat heute ein wunderbares T-Shirt an, Star Wars. Und gibt es nicht aus Star Wars eben diesen das klassische Zitat, die Macht steckt in uns? Also wir können im Leben alles erreichen, wenn wir nur an uns glauben. Und wenn Sie es schaffen, wirklich auch ein bisschen durch unsere Berater, ein bisschen hier durch die Sendung, den Glauben zurückzugewinnen an sich selber, dann ist es doch was Wunderbares, was wir hier mit unserer Stunde leichterem Leben erreichen. Jetzt wollen wir Ihnen noch eine Beraterin von unserem Partner Questico vorstellen, Claudia Vogt, beziehungsweise stellt die sich selber vor. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Ich muss gerade so lachen, heute lassen wir es richtig krachen, oder? Ein Glas für unsere Gäste mit 3 Strohhalmen, also wenn wir nicht großzügig heute wieder sind. Das stelle ich mal nach hinten. Jetzt geht's weiter mit Jungs-Yoga. Eine Übung haben wir bisher erst geschafft, weil wir uns total verquatschen. Das ist das, was wahrscheinlich bei den Frauen auch öfters passiert und bei den Männern eher weniger, oder? Also das denkt man so, aber die quatschen auch ganz schön viel. So ist es nicht. Haben die manchmal mehr Fragen? Also man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass die Frauen so ein Gefühl haben, so ein Gespür haben. Und bei einem Mann musst du schon erst mal erklären, was du jetzt meinst, wenn du sagst, beweg mal die Schulter mehr nach hinten oder so. Ja, doch, da muss man, also vor allem, als ich einmal gesagt habe, aktivier bitte mal den Beckenboden. Da haben mich, glaube ich, 10 große fragende Gesichter angeschaut. Ich glaube, das hat meine Frau. Was meint sie mit Beckenboden? Das hat doch, habe ich auch eins? Und da musste ich erst mal erklären. Ich habe gerade das P in Max Augen gesehen. Was? Ich muss jetzt meinen Beckenboden aktivieren? Das möchte ich nicht. Was wäre noch so eine Übung, also so eine klassische Männerübung? Ich meine, es gibt so viele und man kann sich natürlich auch Infos holen im Internet. Also du hast das ja gerade aufgebaut, bist hier in Berlin zum Beispiel, also für alle Berliner Männer.
die können natürlich sich auch von dir wirklich in Yoga sozusagen in die Yoga-Welt begleiten lassen. Aber es wird wahrscheinlich auch immer mehr geben. Also es wird wahrscheinlich Nachahmer geben. Aber so noch eine Übung, die natürlich nicht nur Männer machen können wahrscheinlich. Nee, das, das ist ja kein radikal anderes Yoga. Aber dafür müsstest du mal auf alle Viere kommen, Max. Die nennt sich Kat-Kau oder Katsu-Ku. Pack dich mal ruhig auf die Matte hier. Und bist auf deinen Knien und auf deinen Händen. Ja? Also im Vierfüßlerstand heißt er. So. Und jetzt machst du es so, dass du bei der Einatmung, ich mach's dir kurz vor, bei der Einatmung hebst du das Herz und den Kopf. Ja? Und Ausatmung rundest du und aktivierst die Bauchmuskeln ganz am Ende der Ausatmung. Und komm mal mit dem Gesäß über die Knie. So, ja, und die Hände unter die Schultern. Komm ruhig, komm weiter mit dem Gesäß. Genau, lass die Füße, wo sie sind. Das ist ja wie im echten Leben. Gut, aber komm etwas weiter vor mit dem, so mit dem Oberkörper. Ja, genau. Mensch, dich brauche ich in meiner nächsten Stunde. Ich quatsche ihn einfach an. Und jetzt einatmen, Herz heben wieder. Also so genau nach vorne und ausatmen, rundest du wieder. Runden, also das hier geht hoch. Ja, okay. Ja, genau, das ist super. Einatmen und wieder nach vorne, Herz heben. Und ja, unten. Super. Und ausatmen, wie so ein Katzenbuckel. Stell dir so eine Halloween-Katze vor. Und jetzt ja. Einen Katzenbuckel machen. Und den Kopf lässt er auch noch fallen dabei. Ja. Das ist zu viel. Es ist fast, aber er ist fast da. Multitasking ist nicht so angesagt. Max denkt sich, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich wollte einfach ein ganz harmloses Praktikum beim Fernsehen machen. Und jetzt, ich gucken kann mal hier Yoga-Übungen. Aber man muss sagen, man lernt im Leben ja immer irgendwie was dazu. Und du musst wirklich, mach mal den Katzenbuckel hier. So. So jawohl. Ich sag ja. Du kommst zu meinem nächsten Anfängerkurs auf genau. jeden und Fall. Und jetzt kannst du dich wieder so quasi und wie jetzt die Katze. Das Herz, ja. Genau. Und hier wird es so ein bisschen, ja, und genau. Jetzt den Katzenbuckel, und schieb den Boden von dir weg und jawohl, ja. Lass den Kopf fallen, ja, jetzt ist es super, super. Und einatmen. Und klar, da geht es natürlich darum, die Wirbelsäule einfach mal in beide Richtungen zu flexen und zu runden, weil die oft einfach so voll überhängt. Und was auch wirklich wichtig ist, und ich glaube, danke Max, dass du den Spaß mitgemacht hast. Nein, das Schöne ist, man muss auch lachen können im Leben, ja. Und man muss einfach auch, ja, Spaß haben im Leben. Aber ich muss dich wirklich fragen, weil ich habe das vorhin, also ich habe es immer so empfunden, jetzt hast du nur zwei kleine Übungen gemacht, aber war es für dich nicht auch so, dass man schon irgendwas gespürt hat? Ja, schon. Aber ich weiß nicht genau was. Ja, das, man kann das, glaube ich, auch nicht immer benennen und so die ersten Mal. Und warst du so mutig und hast es vor laufender Kamera, ja, ausprobiert. Das, ja, finde ich schon, ich mal spitze. Und ich habe mich genötigt dazu und habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber Max, das hast du großartig gemacht, wirklich. Aber es ist ja wirklich etwas, was man, man muss Dinge ausprobieren, glaube, ja, ich. Und es gibt vielleicht immer noch zu viele Männer, die sagen, es ist alles Blödsinn für mich und ich mache das nicht. Aber wenn man es einmal dann gemacht hat, dann denkt man sich, warum habe ich eigentlich so lange gewartet, ja, bis ich mich dazu durchgedrungen habe, oder? Ja. Ja, das stimmt. Also viele werden auch von ihren Frauen zu mir geschickt. Also naja, bestimmt, weil die bestimmt auch dann in eine Ruhephase, in irgendwie eine relaxtere Phase kommen und dann fühlt man sich natürlich, ja, auch ein bisschen wohler. Ja, ist wirklich so. Ich glaube, der ist froh, wenn er jetzt irgendwie wie eine Katze verschwinden kann, oder? Max, du darfst dann mal ohne Kamera zu mir kommen. Vielen Dank. Ich sag herzlichen Dank. Wohin geht die Reise? Also, Jungs-Yoga noch weiter ausbauen? Auf jeden Fall und vor allem, also könnt ihr mir die Daumen drücken, ich möchte gerade zu einer sehr großen Firma mit dem Männer-Yoga, wo es so gar nicht üblich ist, dass die Männer zum Yoga gehen. Und ich hoffe, dass das klappt, weil mir ist es wichtig, dahin zu gehen, wo es noch nicht so angekommen ist und wo man es total gut brauchen kann. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Danke. Es war eine sehr, sehr schöne Stunde mit dir. Ich finde, es schreit danach, dass du wiederkommen musst. Oh, das würde ich sehr gerne. Ja, weil es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen genauso viel zum Zuschauen. Und wenn Sie mehr über Jungs-Yoga erfahren wollen, schauen Sie ruhig mal ins Internet oder auf unserer Facebook-Seite natürlich auch vorbei. Meine liebe Susanne, komm noch rüber hier auf diesen schönen grünen Teppich zur Verabschiedung. Und wir gucken noch mal gemeinsam auf den Spruch des Tages. Bitte schön. Du bist noch festgekabelt, genau. Nein, das war nicht der Spruch des Tages, sondern der Spruch des Tages kommt jetzt. Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegung der inneren Welt. Schön. Das ist wirklich schön. Mhm. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne haben Sie einen schönen, ruhigen, entspannten und doch motivierenden Nachmittag. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.
Servus. Vielen Dank. Ich finde, das hast du gar nicht.